was bisher geschah. Schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Ein Autohaus? Koreanische Mafia. Nein, aber ich habe einen Insider. Boomer. Das ist Kangs Autohaus. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören DOS-Leuten. Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Ich bring das Zeug hier raus. Raus da! Scheiße! Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Partys in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah. Ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Okay, los. Das Ding geht gleich hoch. Wo hast denn das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Wir müssen irgendwie rein. Aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Wem gehört das Haus? Neil Rock, Mega-Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, DOS Privatpolizei zu finanzieren? Vermutlich ja. Alles bestens bewacht, also habe ich... Das hier dabei. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen, der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist ein Fachmann. So, und herzlich willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Nachdem sie sich ausgecased haben, schauen wir uns das Häuschen mal an. Wahrscheinlich sollen wir wieder schön leise reingehen. Wo denn? Nick, wir müssen da rein, und zwar leise. Oh, hier? Komm ich da nicht rein? Kann man da vielleicht mit diesen Wurfdings da irgendwie... Nick, am Fitnessraum ist ein Fenster. Wo ist der Fitnessraum, du Nuss? Ah, da geht's rein. Okay, dann rein da. Also gut, jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Oma sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Was machen wir jetzt hier schon wieder? Wieso drückt sie mich da rein, wenn wir da gar nicht hin müssen? Ach so. Kai, hier lang. Dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Was für ein Arschloch lebt in so einer Bude? Da oben. Drecksbude. Dreckspanorama. Oh, ich find's nicht schlecht. Oh, scheiße. Sorry, Handy ist noch an. Ich schätze, das ist dein erster Einbruch, oder? Haha. Halt. Töre. Laut Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Wanze. Müsste klappen. Ja, lass am besten die Pistole liegen. Okay. Du musst. Was ist passiert? Los jetzt. Oh, oh. Scheiße. Komm schon. Das Licht ist wieder an. Habt ihr gerne Arme angeschaltet?
Gerade eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Deine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. So, jetzt? Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in einige Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Ach. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast, wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Sehe ich genauso. Multi geht mir nämlich auf in den Nerven. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen... rumschleichen. So. Und deswegen nehmen wir auch den da mit. Den Schalldämpfer nehmen wir mit. So. Bin ich. Nee, hier gibt's Koks ohne Ende. Seht ihr denn das? Drüben ist auch noch einer. Warum bin ich in dem Raumschiff? Na, um Nicole zu finden. Was zum Teufel ist die denn? Das ist eine gute Frage.
Wie war deine Runde? War das? 1,85 oder so. Oder schon? Meine 95. So. Wie ernst müssen wir diesen Stoddard-Deal eigentlich nehmen? Rock nimmt ihn jedenfalls sehr ernst. Weiß nicht. Korrupte Bullen haben keine Ehre. Das sagt der Mann, der beim Golden scheißt. Ist da hinten. Ich muss hier weiter. Kommt er jetzt in meine Richtung? Schaut in meine Richtung, das ist das Problem. Oder ist es ein Stockwerk tiefer? Wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer. Hm? Da war noch ein zweiter. Es sind zwei Typen. Scheibenkleister. Ich muss sie irgendwie ablenken. Eine geht jetzt weg. So. Kommt in meine Richtung, ne? Scheibenklasse, andere sind aufgestanden. Ja, wir kommen hier jetzt runter. Okay, die haben sie jetzt wegbewegt. Scheibenklasse, jetzt haben sie mich gesehen. Kommt er hoch? Ja, er kommt hoch. Der kommt hoch. War knapp, weil der den anderen gesehen hat. Oh, Mist. Das ist ihn gewarnt. Sie sind gewarnt, was machen wir jetzt? Da laufen ein bisschen zu viele da unten rum. Steht auf den Treppenabsatz? Nein, kommt ein weiterer rein. Mist. Wo ist er?
Da drüben! Komm rein. Komm rein. Komm rein. Schnappt ihn euch! Oh Scheiße! Verdammte Scheiße! Mann am Boden! Hier muss er sein! So, wir müssen noch weiter runter. Kokain und bescheidene Musik. Was ist das? Okay. Da ist noch jemand. Nee. Wo müssen wir denn jetzt hin? Runter. Wie komme ich da runter? Wie komme ich wieder rein? Wo bin ich denn raus? Venedig. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo runter, aber wo denn? Die Musik, die nervt. Geht's da hinten irgendwo noch runter? Aha. Oh, 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 oh. Was soll das? Ich hab dem Fahrer alles erklärt. Ozymandias Road bis zu Ozymandias Avenue. Links abbiegen bis Ocean View Place. Dann rechts auf den Ocean View Drive. Fuck! Ich kann doch nichts für die Straßen machen. Sag dem Fahrer, er soll sich zusammenreißen. Unsere Gäste werden ungeduldig. Wenn die Ladies nicht bis 23:30 hier sind. Keine Bewegung! So, anscheinend kommen die Damen nicht zur Party und die Gäste sind ungeduldig. Ja, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Sind da noch mehr? Oh Mann, die Musik, die macht einen wahnsinnig, ey. Könnte mir nicht stundenlang geben, ey. Keine Bewegung! Bist du irre? Oh, Scheiße! Jetzt!
Fuck! Mach die alle! Ja, oh, Mist. Zu lang gebraucht. Sind sie alarmiert? Das war natürlich nicht so gut. So, dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Los jetzt! Da ist er! Hey, Vorsicht! Zurück! Da geht's auch nochmal runter. Gehen wir mal da entlang. Hat sie nicht mehr alle! Sieht ihn einer? Mhm. Scheiße, wo ist der? Ich hab ihn! Komm schon! Da ist er! Scheiße! Da ist hier lang! Haltet ihn auf! Ein bisschen Angst, dass da von hinten jetzt noch einer kommt. So wie der hier. Oder der hier. Eine Turn da oben noch rum. Und solange der da oben ist, ist es nicht so wild. Aber die Musik ist aus, das ist angenehm. So, was ist hier los? Was war das? Ich hab ihn! Komm schon, hier drüben! Ah, okay. Da! Da drüben! Okay, wir haben ihn! Mach dich frei! Sechs Patronen nur noch. Hier muss er sein. Und überall Kokain. So, wir müssen noch weiter runter, sehe ich gerade. Wo geht's da runter? Da wahrscheinlich. So. Und wo müssen wir das Handy platzieren? Ach da. Nee. In ihrem Koffer, oder? Hieß es doch. Oder vielleicht Stockwerk höher mal. Wie ein Tiger. Da, Handy. Handy rein und dann nix wie fort. Ui. Ganz unauffällig. Es leuchtet auch nicht, wenn man den Koffer aufmacht. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun,
Du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken. Aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann, kriegst du eine. Hab einen Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals hetzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zweimann-Team. Hm? So in etwa? Kompliment. Wirklich. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold. Kauft ein Segelboot. Denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Hallo. Wollt man nach dem Rechten sehen? Mach den Alarm aus. Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Da! Da! Nach den euch! Boah. Schnell hoch, verstecken. So, gucken wir mal. Zimmer auf. Nummer 1. 2. 3. 4. Einer ist da drüben. 5. 6. Ah, 6. Hallo. Und einer ist an der Treppe noch. Uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Stoddard erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so, ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's dann? Für dich? Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein. Und ich würde sagen, das war's erstmal. Mit Battlefield Hardline, beziehungsweise mit der heutigen Folge. Wir sehen uns bei der nächsten wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.